Und damit herzlich willkommen zurück zu Project Cars. Wir machen weiter mit der Karriere und zwar mit dem Road TC1 UK Cup. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das hier für ein Event ist. Wir haben irgendwann mal zugesagt. Sind scheinbar, ne, also Training, Qualifying, Rennen. 4 Runden. Ich würde sagen, wir machen es wie immer. 2 Runden Training, letzte Runde Qualifying, Rennen komplett. Wenn euch das übrigens nicht gefällt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Aber wir nehmen mal teil. Bin gespannt, welches Auto wir fahren. 3,22 Kilometer ist jetzt nicht so lang. Geil. Gucken wir mal, welches Auto wir haben und gucken wir mal, ob die Strecke mir liegt. Muss ich mir ein bisschen anders hinsetzen. Ich hoffe, dass mit der Soundeinstellung alles passt. Was fahren wir denn? Wo stehen wir denn überhaupt? Wir fahren BMW M1. 1M, Entschuldigung. Fahren. Schade, ich hätte lieber einen Mitsubishi gefahren, muss ich ehrlich zugeben. Schauen wir doch mal, was heute so geht. Bin ja selber gespannt. Ich wollte gerade schon wieder blinken. Sackkalte Reifen natürlich noch. Ein 1M dürfte Heckantrieb haben und nicht Allrad, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ob es ein M1, ein 1M, meine Fresse, mit Allrad gab. Wir fahren jetzt mit realistischen Helfern, glaube ich. Also mit ABS und TCR wahrscheinlich. Vorausgesetzt, das Spiel hat es gespeichert. Weiß ich ja nicht. Ich gehe aber mal davon aus. Wir haben jetzt auch angezeigt, welche Positionierung so wir haben. Das ist schon mal alles ganz angenehm. Strecke kenne ich, glaube ich. Ich glaube, die Strecke sind wir schon mal gefahren. Kommt mir auf jeden Fall irgendwie bekannt vor. Kann mich ja absolut täuschen. Ich nehme heute übrigens einen anderen Kopfhörer auf. Also, falls ich irgendwie mal lauter rumschreie oder so, tut mir das leid. Ich habe anderes Geräuschlevel auf den Ohren. Der Unterschied ist wirklich krass. Ich glaube, das sind wir ja schon mal mit dem M1 gefahren. Kann das? Oder, ne, mit dem Caterham. Ich glaube, wir sind da schon mit dem Caterham gefahren. Kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ich meine, Caterham sind wir da schon mal gefahren. Kann mich aber täuschen. Wenn ihr es wisst, gerne in die Kommentare. Bin ganz glücklich aktuell, dass ich wieder 2 Projekte schaffe. Weil gerade läuft ja Witcher 2 weiter. Muss ich sagen, macht mir auch wirklich viel Spaß. Witcher 2 läuft auch relativ gut weiter, also täglich aktuell und ich komme gut voran. Caterham brauche ich hier, glaube ich, nicht hochschalten. So, dann weiß ich, dass ich das mal ausprobiert habe, 2. oder 3. Ich meine, das machte keinen Unterschied im Caterham. Jetzt kommt gleich die spitze Linkskurve. Wo ich im Caterham immer Probleme hatte, weil ich in die 2 schalten wollte. Und dann gerne mal die Kontrolle verloren. Kann auch M1 gewesen sein. Also der alte Proker. Bin ich mir nicht zu 1000% sicher. Erster, entspannt. Darauf wetten würde ich jetzt nicht. Aber viel mehr sind wir noch nicht gefahren. Wir sind den Ford gefahren. Also ein Focus. Dürfte das sein, meines Kenntnisstandes nach. Dann sind wir den M1 gefahren, 1M und ein Caterham. Ah ja, und unser Kart natürlich. Aber das war's dann, glaube ich. Wir sind 11 Sekunden schneller als der zweite, Alter. Ah, schon gut. Aber ich glaube, so ein Mitsubishi, also so ein Lancer Evo 10, würde so ein 1M locker wegmachen. Ob man hier der Allrad so hilft, weiß ich natürlich nicht. Das hat jetzt gerade viel geregelt.
Ohne Regelsystem hätte ich mich da gerade chancenlos auf die Fresse gelegt, muss ich ehrlich zugeben. Ich verschalte mich gerade ganz wild. Aber ganz wild. Das war vielleicht ein bisschen weit außerhalb. Heieiei. Gut, ich würde aber sagen, wir sehen uns bei den letzten Runden Qualifying wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Mal gucken, ob wir nochmal eine Bestzeit fahren können. Ich hatte gerade sehr viel Verkehr vor mir. Wir sind allerdings aktuell eine sehr, sehr gute Bestzeit gefahren. Eine sehr stabile Bestzeit. Wir haben zwei Runden noch. Gucken wir mal, ob wir das noch ausbauen können, diese Bestzeit. Das hier wird kein, denke ich, weil auch wieder Verkehr vor uns. Noch drei Fahrzeuge. Das heißt, die letzte Runde könnte richtig knacko werden. Oh, das war tatsächlich gut. Bin mir übrigens nicht sicher, warum bei Bestzeit nichts steht, außer ganz unten Potenzial halt, was ich immer noch nicht verstehe. Da verstehe ich halt wirklich nicht. Warum da keine Bestzeiten stehen, leider. Also sowohl für die einzelnen Sektoren als auch für die Runde. Steht halt keinerlei Bestzeit da, leider. Würde mich ja tatsächlich interessieren. Sehr gleichmäßig, möchte ich mal anmerken. Furchtbar viel gleichmäßiger geht nicht. Ganz komisches Geräusch gerade im Hintergrund gehabt. Beim Track. Wird keine neue Bestzeit. Allerdings war das eine relativ gute Runde, muss ich sagen. Leider wieder zwei Leute vor uns. Das heißt, mal gucken, ob wir noch eine beste Rundenzeit fahren. Qualifying vorbei. Letzte Runde. Wusste ich ja vorher schon. Die Kurve hier finde ich am trickigsten, muss ich sagen. Hier am besten nicht auf den Curb fahren, dann kommt man hier besser raus, auch wenn ich jetzt gerade hart gerutscht bin. Ja, sehr schlechte Rundenzeit gefahren. Also sehr schlechte Sektorenzeit, so rum. Ich denke, die beiden werde ich nicht mehr überholen können. Also schon, aber nicht mehr gut, sagen wir mal so. Viel, viel früher gebremst als normalerweise. Junge, warum parkst du denn hier fast? Scheiß A-Klasse, ey. Ich glaube, ich kann die Schwierigkeit ein bisschen hochstellen. Ich denke, ich werde sie zum nächsten Part um 5% erhöhen. Okay, ein bisschen zu schnell gewesen vielleicht. Kleiner Spaßfakt, das erste Mal, dass ich diese Runde oder dieses Rennen von der Strecke abkomme. Verpiss dich mal, ja? So. Bei uns steht da, wir sind 47 Sekunden vom zweiten. Das ist allerdings rein der Abstand. Der war nur 5 Sekunden langsamer als wir, ja? Klar, das ist eine ganze Menge, 5,5 Sekunden sogar. Deshalb will ich auch um 5% die Schwierigkeit hochstellen. Das kann ein bisschen leiser machen. 4 Runden. Das ist nicht furchtbar viel. Bin ich early. Ich kann sagen, warum stand unser Name nicht an erster Stelle? Hab nicht verstanden, warum unser Name erst nicht an erster Stelle stand, aber gut. Vielleicht haben wir auch verlesen. Vielleicht wird er auch irgendwie nach Startnummer oder so sortiert. Und ich habe keine Ahnung, welche Startnummer wir haben. Tippe auf irgendeine. Ich weiß auch nicht genau, wie Startnummern hier vergeben werden. Da, wo ich mit meinem Cousin Gleichmäßigkeitsscheiß fahren will, werden die danach vergeben, wenn du ankommst. Da wir einen Tag früher anreisen, wird es voraussichtlich eine niedrige Startnummer, weil viele halt auch erst am Tag des Rennens kommen. Wir kommen einen Tag vorher, machen schon mal Abnahme und alles. Also technische Abnahme, ne? Hui. Und dann gucken wir mal. Ich merke gerade, dass die Parts so teilweise sehr kurz werden.
Naja, das hier ist keine lange Rennstrecke und so, da passiert nicht viel. Von daher wird das relativ kurz hier alles, aber kann gut leben. 15 Minuten sind ja theoretisch auch schon maximal ausreichend. Junge, was mache ich denn hier? Erste Drehung vom heutigen Tag, by the way. Entspannt mal irgendwie 12 Sekunden langsamer als sonst. Ne, 14 sogar. Das Gute ist ja, dass wir die hier relativ easy überholen können. Ich bin ehrlich, ansonsten wäre das jetzt maximal ein Zweiter geworden, wenn wir jetzt hier auf einer höheren Schwierigkeit spielen würden. Wahrscheinlich eher... Zu spät gebremst, scheiße. Jetzt bin ich abgelenkt, ey. Ich muss sagen, wenn ich alleine fahre, fahre ich auch deutlich besser. Also ohne Commentary. Und ohne Musik. Keine Ahnung, ob Musik da jetzt so viel ausmacht. Ah, 4 Sekunden ist aber immer noch relativ wenig mehr, ne? Also irgendwie müssen wir 12 rausholen. Warum rutscht das Auto jetzt so heftig? Ich habe warme Reifen. Das hatte ich sonst nicht. Ich glaube, ich habe auch keine Reifensimulationen. Können wir natürlich auch mal in irgendeiner Season machen. Dass so schöne Reifen... Ich rutsch übel, ne? Dass wir schöne Reifensimulationen anmachen. Und dann mit Boxenstopp spielen und so. Und auch Spritverbrauch. Ich habe nur keine Ahnung, wie es funktioniert. Bin ich early. Und ich weiß nicht, warum die Kiste gerade so da rutscht. Also der ist eben die ganze Zeit nicht so doll gerutscht. Bin ich ehrlich. Das ist ein bisschen kacke. 11 Sekunden schon mal schneller. Das sieht schon mal ganz gut aus. Mit den 11 Sekunden. Aber wir sind immer noch 3 Sekunden langsamer als eben Bestzeit war, ne? Und hier holen wir keine 3 Sekunden raus. Ja, so 1,5 oder so. War, glaube ich, relativ gut. Okay, einer. Das mit den Bestzeiten verstehe ich, by the way, immer noch nicht. Also überhaupt nicht. Leider. Aber gut. Muss ich das verstehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich fände es halt interessant zu erfahren, was für eine Bestzeit ich gefahren bin. Auch interessant fände ich es, ob man, ja, Rundenzeiten einfach loggen kann, sich die erste als Vorgabe setzt und sie dann immer wieder fährt, also als Übung fürs Gleichmäßigkeitsrennen quasi. Das wollte ich mit Peter nämlich in der Assetto Corsa machen, da habe ich aber nicht gesehen, wie es geht. Hm, das war schlecht. Das waren die 1,5 Sekunden ganz schnell mal wieder weg. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen verschleimt. Das ist das erste Mal dieses Jahr, dass ich mich ein bisschen kränklich anfühle, muss ich sagen. Ich werde mir auch gleich nochmal ein Stäbchen in der Nase stecken. Mal vorsorglich. Mache ich eigentlich relativ regelmäßig, also so... Ah, viel zu spät gebremst. Also zweimal die Woche eigentlich. Bei uns von der Arbeit gibt es nämlich 2 Tests pro Woche. Meistens mache ich den ersten Montag auf der Arbeit und den zweiten irgendwann Mittwoch oder Donnerstags. Entweder auf der Arbeit oder halt zu Hause dann schon. Aber irgendwie fühle ich mich gerade nicht so gut. Bin aber nicht sicher, woran es liegt. Also komisch. Das war schon wieder schön. Ich hoffe, man hört das Schalten übrigens gar nicht ganz so laut, wie ich es vermute. Ich glaube, ich habe schon erzählt, dass ich ein bisschen Witcher im Voraus aufgenommen habe. Also 2 Parts, was nichts ist im Endeffekt. Ich will heute mal ein bisschen mehr Project Cars aufnehmen. Also ich hatte so vor, die nächste Woche komplett aufzunehmen. Ich glaube, das Einzige, was ich schon mal so richtig lange im Voraus hatte, war jetzt wirklich Forza, ne? War es jetzt 3. Runde? Ich glaube, ne, ist schon 4. Runde. Okay, ist letzte Runde. Schade. Sind wir jetzt ziemlich genau bei 15 Minuten und haben keine neue Bestzeit gefahren. Schade! Aber ein solides Rennen, würde ich sagen. Ganz entspannt, würde ich mal behaupten. Ja, 9 Sekunden, knapp 10 Sekunden langsamer als ich. Gut, weiter. Ist ja ein 2-reihiges Rennen, sag ich jetzt mal. Also 2 Veranstaltungen.
Letztes war nicht so gut, waren aber nur 4 Runden, also. Zurück zur Karrierezentrale. Spiel ist extrem laut für mich übrigens. Musik. Posteingang. Übrigens, Luca Pape holt sich den Sieg in der Card One UK. Ja, ne? Card One UK sind wir jetzt raus. Claude Kelfkens at greasedlightning.com. Großartiges Qualifying. Du hast da draußen eine gute Figur gemacht. Mit dieser Zeit können nicht viele Fahrer mitteilen. Vom gleichen Dude. Du hast da draußen tolle Arbeit geleistet. Wir werden die Daten morgen analysieren, aber nach dem zu urteilen, was ich gesehen habe, bist du ein paar schnelle Runden gefahren. Schau in meinem Büro vorbei, dann können wir uns die Berichte ansehen. Ja, als nächstes, also morgen im Part, geht's dann mit dem gleichen Rennen weiter, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung, wann wir das erste Mal Dingens fahren. Also das erste Mal Kart. Superkart. Ich weiß nicht, ob wir da dabei sind. Wo ist denn jetzt Superkart? Das ist Kart 1. Ich sehe hier gar kein Superkart, wenn ich ehrlich bin. Komisch. Oder fängt das erst später an? Da sind wir, glaube ich, auch dabei. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das ist wieder Card 1. Es kann auch einfach sein, dass die Supercard ein bisschen anders heißt und ich das nicht erkenne. Es ist auch Card 1. Aber ich sehe hier keine Card-Scheiße. Okay. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da dann mit 5% mehr Gegnerstärke. Bis dahin, haut rein und tschüss.